der erste offizielle Blick auf den neuen BMW X3 224. Vor seiner Premiere in ein paar Wochen wurde der neue BMW X3 nun offiziell in Bilder von getarnten Prototypen gezeigt. Bilder von getarnten Prototypen zeigen die Plug-in-Hybrid- und M-Performance-Derivate. Das heißere Modell wird mit einer Vierfach-Auspuffanlage ausgestattet sein. Ein Merkmal, das bisher den eigentlichen M-Fahrzeugen vorbehalten war. Der X1 M35i und der X2 M35i waren die ersten M-Lite-Modelle, die mit dieser aggressiven Heckoptik ausgestattet waren. Der leistungsstarke X3 wird wahrscheinlich seine Bezeichnung M40i aufgeben und Platz für M50 machen. Ja, ohne das i am Ende. Gerüchten zufolge wird das SUV nämlich das erste Benzinmodell von BMW sein, bei dem der letzte Buchstabe wegfällt, der seit Jahrzehnten auf die Kraftstoffeinspritzung hinweist. Die Diesel behalten jedoch das D, während die Plug-in-Hybride auch das E beibehalten. Der neue BMW X3, der intern unter dem Codenamen G45 bekannt ist, verbirgt unter der wirbelnden Tarnung eine schlankere Karosserie. Die bayerische Marke hat den CW-Wert von 0,29 auf 0,27 gesenkt, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern. Die Spur ist breiter als bei der bisherigen G01-Generation und der Auftrieb an der Hinterachse wurde reduziert. Den Ingenieuren gelang es außerdem, die Steifigkeit zu erhöhen und die Stabilisatoren zu verbessern, sodass der Wagen noch souveräner fahren soll. Gegen Aufpreis wird der neue X3 optional mit einem adaptiven Fahrwerk mit elektronisch geregelten Stoßdämpfern angeboten. Zu den weiteren Neuerungen gehören eine direktere Lenkübersetzung für mehr Komfort und die neuesten Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme. BMW ist zuversichtlich, dass der überarbeitete X3 alle Euro NCAP Crashtests mit Bravour bestehen wird. Einen offiziellen Einblick in den Innenraum gewährt der Hersteller allerdings noch nicht. Wir erwarten hier ein vereinfachtes Armaturenbrett-Layout mit nur wenigen konventionellen Tasten. Die meisten Funktionen lassen sich über den Touchscreen bedienen, wie man es auch von fast allen anderen BMWs kennt, die heute verkauft werden. Ein neuer iX3 ist immer noch geplant, aber er wird sich deutlich vom X3 unterscheiden. Im nächsten Jahr wird das Elektroauto auf angekündigten neue Klasse-Plattformen von BMW basieren. Die Versionen mit Verbrennungsmotor bleiben auf den bewährten CLR-Architektur stehen.